Tanzen mit 40 in der Profiszene eine Seltenheit. Doch die Berliner Tanzkompanie Dance On dreht den Spieß um. Hier dürfen nur die mitmachen, die älter sind als 40. Das Ensemble ist gefragt und gehört zu den Besten der Welt. Der künstlerische Leiter wohnt in Kreuzberg. Wegen Corona muss er zu Hause trainieren. Hallo. Hallo, ich bin Tai Boomerschein, der Leiter des Dance On Ensembles. Willkommen bei mir zu Hause. Zu dieser Uhrzeit würde ich normalerweise eine Tanzstunde absolvieren. Solche Stunden mache ich für gewöhnlich in einem Tanzstudio mit vielen anderen Menschen. Aber das ist natürlich gerade nicht möglich. Also schaue ich mir Online-Kurse an. Kommt einfach mal mit. Der Tänzer vertreibt sich aktuell die Zeit mit alten Trainingsvideos des Star-Choreografen Merce Cunningham. Jeden Tag schaut er sich eine neue Stunde an. Denn auch zu Hause gilt, bloß nicht außer Form geraten. Er hat mich mal unterrichtet und dann rief er immer so, dreh dich mehr, die Füße unten halten. Aber das ist lange her. Auch wenn es zu Hause viel zu eng ist zum Trainieren, Herausforderungen ist er gewohnt. Für den 52-Jährigen ist Tanz keine Frage des Alters. Wie beim Gesang, sagt er, verhelfe die Reife zu ganz neuen Spielarten des körperlichen Ausdrucks. Und genau das macht sein Ensemble Dance On aus. Ein Opernsänger verliert vielleicht seine hohen Töne, die er lange halten kann. Aber er gewinnt etwas anderes, etwa Farbe in der Stimme, Resonanz oder Gefühl. Beim Tanzen will man das nicht immer wahrhaben und wird einfach abgeschoben. Dadurch verliert der Tanz enorm an Potenzial. Eigentlich wäre die Kompanie jetzt bei einer Aufführung in Belgien. Doch die Tänzer dürfen weder reisen noch gemeinsam üben. Für den Choreografen eine schwierige Situation. Ein Choreograf braucht Menschen in einem Raum, um einen Tanz zu erschaffen. Selbst wenn es keine Zuschauer gibt, der Tanz kann nicht entstehen ohne einen Raum voll mit Menschen. Hallo. Könnt ruhig reinkommen. Laura Böttinger leitet bei Dance On das Bildungsprogramm. Jeden Monat trifft sie Menschen über 60, die Spaß am Tanzen haben. Momentan finden alle Klassen natürlich online statt, aber immerhin mit Live-Musik. Jetzt ist es mehr denn je wahrscheinlich wichtig, so ein bisschen kreativ zu sein und ein bisschen sich Sachen vorzustellen, aus den eigenen Wänden vielleicht etwas Eigenes zu zaubern, was man sonst nicht sieht. Eigenen Wände neu zu sehen und ganz wichtig, halt in Bewegung zu kommen. Ich glaube, gerade brauchen wir das alle. Ich bin total überwältigt, dass so viele gekommen sind und dem Aufruf gefolgt sind. Und wenn ihr es nicht gleich hinkriegt in der Schnelligkeit, macht nichts. Einfach weitermachen. Die linke Hand bleibt jetzt und mit der rechten Hand, wir versuchen uns das einfach vorzustellen. Umreißen wir so die Form von jemandem, der vielleicht vor uns stehen würde. Und stellt euch vor, dieser Partner, mit dem könntet ihr alles machen. Alles. Es ist quasi der leichteste Partner, den ihr je hattet. Mit einem Partner, mit dem ihr so alles machen könnt. Ist das nicht toll? Naja, auf jeden Fall ist mir jetzt schön warm geworden. Und ich habe mich halt auch wirklich gefreut, die anderen zu sehen. Und ich finde einfach, Laura macht das mit so viel Enthusiasmus. Und das schon immer, wie sie sich um uns ältere Frauen kümmert. Ich habe gelernt, dass man ganz vieles bewegen kann und dass dadurch auch ganz viel bewegt wird. In einem selbst und auch bei anderen. Smile! Very good! Oh my God, so many people dancing with their partners.